Hallo zusammen, mein Name ist Katja vom Achtsam Pilates Studio in Muttenz und ich habe mit euch heute wieder ein Intervalltraining vor. Und zwar läuft das so ab, dass wir generell so normale, in Anführungs- und Schlussstrich, Pilatesübungen werden machen und dazwischen haben wir aber immer sogenannte hohe Intensitätselemente drin, wo wir schauen, dass der Kreislauf wirklich auch ein bisschen raufkommt, die Pumpe ein bisschen raufkommt, mit dem Ziel, dass ihr ein Herz-Kreislauf-Training habt und nicht nur ein Pilates-Mattentraining, wie ihr das sonst würdet kennen. Also wir kombinieren die beiden Elemente miteinander. Habe ich auch schon gemacht, das hat gutes Feedback gegeben und darum habe ich das Gefühl gehabt, jetzt machen wir noch ein zweites solches Training. Falls ihr das erste Training gemacht habt, werdet ihr gewisse Elemente wiedererkennen. Wir fangen gleich an von aufwärmen und am Schluss Stretching wird auch das gleiche sein wie beim ersten Intervalltraining. Ansonsten müsst ihr, glaube ich, eigentlich nicht viel wissen und auch nicht viel haben. Ah, genau, die Intervall, die Hochintensitätsintervall, die dauern 45 Sekunden. Aus diesem Grund liegt hier auch mein Handy, damit ich die Zeit einigermaßen im Griff behalte. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gerade mit dem Aufwärmen. Und zwar schaut ihr, dass ihr hüftbreit steht. Nehmt eure Arme über den Kopf, zieht euch schön in die Länge, ohne dass eure Schultern aufrutschen. Und dann taucht ihr nach vorne runter, saugt den Bauchnabel rein und lasst euch vorne runter rollen. Nacken und Schultern sind entspannt, der Bauch fährt wieder auf den Aufzieh Richtung Decke und wir lassen Wirbel für Wirbel folgen, bis wir wieder aufrecht sind. Dann gehen die Arme gerade wieder hoch. Wir ziehen sie zur Seite runter, wie so ein Kaktus. Strecken sie wieder aus und tauchen nach vorne. Bauch hineinsaugen, langsam Wirbel für Wirbel aufsetzen. Und wieder hoch einatmen. Und aus. Beim nächsten Mal nehmen wir den Darm wieder zur Seite. Jetzt rollen wir zuerst langsam hoch. Die Arme gehen rauf zur Decke. Wir ziehen sie zur Seite, öffnen unseren Brustkorb. Strecken den Arm wieder aus, gehen nochmal tief. Und den letzten Durchgang, langsam aufrollen. Den Arm nach oben schicken und gerade direkt wieder tief. Und langsam aufrollen. Sali. Ein bisschen aufgewärmt, jetzt gehen wir gerade weiter zu unserem ersten Hochintensitätsintervall. Und zwar fangen wir an mit einer Übung, die ihr vielleicht von früher noch kennt, Jumping Jack. Allerdings machen wir es ohne Armmuster. Und bei diesen hohen Intensitätsintervallen habt ihr immer die Wahl zwischen einer einfacheren, weniger strengen Variante und einer ein bisschen anstrengenderen. Und ich zeige euch beide, ihr wählt die, die ihr wollt, oder ihr wechselt während diesen 45 Sekunden einfach einmal ab. Gut, also erste Variante, Hand eingestützt auf der Hüfte und ihr öffnet mit einem seitlichen Schritt, geht wie in einen Squat, der muss gar nicht so tief sein und kommt wieder zurück. Das gleiche zur anderen Seite. Wichtig ist mir nicht, wie tief das ihr geht, sondern dass ihr versucht, euren Oberkörper aufrecht zu halten und wieder schließt. Gut, die strengere Variante ist, beide Beine gleichzeitig öffnen, tief und wieder schließen. Also einmal eine gehende Variante, weniger anstrengend, einmal eine hüpfende Variante. Okay, los geht's. Und wir starten jetzt. Und tief und hoch. Ihr dürft den Arm gerne auch brauchen, wenn ihr sie nicht aufgestützt habt. Und auch hier könnt ihr natürlich das Tempo erhöhen oder es ein bisschen ruhiger nehmen. Was keine Option ist, ist plötzlich anzuhalten und gar nichts zu machen, weil dann habt ihr nichts vom Intervalltraining. So, wo stehen wir? Noch etwa 15 Sekunden, die mögen wir. Endspurt. Aufrecht im Oberkörper. Die letzten. 4, 3, 2, noch eine. Gut, erste Serie geschafft. Wir gehen gerade runter am Boden. Setzt euch auf eure Matte.
Stützt eure Füße auf, wieder ungefähr hüftbreit. Und dann streckt eure Hand vor euch aus. Zieht euren Rücken schön in die Höhe. Scheitel geht zur Decke, ihr hört es, bei mir schnauft schon. Und langsam in den Arm rollen. Die Arme gehen zur Decke. Über Kopf und ziehen wieder hoch. Und ihr rollt langsam hoch. Wirbel für Wirbel. Aufrichten. Und wieder tief. Die Schultern lassen ihr weg von den Ohren. Und mit dem Ausatmen kommen wir wieder hoch. Drücken den unteren Rücken im Boden rein. Und aufrichten. Wenn es besser geht mit gestreckten Beinen, auch eine Variante. Hoch und tief rollen. Und wieder aufrecht. Und wieder tief. Und hoch. Aufrichten. Und nochmal tief. Ein letzter Durchgang. Und langsam wieder zurück auf die Matte rollen. Gut. Von hier nehmt eure Hände neben den Körper. Setzt eure Füße wieder auf die Matte auf. Und jetzt schaut ihr, dass ihr eure Wirbelsäule so platziert, dass ihr in einer Imprint-Position sind. Das heisst, wir wollen den unteren Rücken flach auf die Matte presst. Keine Höhle mehr. Und das halten wir auch während der Übung. Nehmt das erste Bein Tabletop. Nehmt das zweite Bein Tabletop. Knie sind über der Hüfte. Dann nehmt ihr langsam eure Arme und zieht die maximal in die Länge Richtung Mattenende. Oberkörper kommt hoch. Und jetzt fängt ihr hier an zu wippen. Und der Atem geht immer so stossweise fünfmal ein und fünfmal aus. Und gleichzeitig saugt ihr euren Bauchnabel fest runter zur Matte. Wenn das zu wenig streng ist, dann dürft ihr seine Beine gerne auch ausstrecken. Ich glaube, ich bleibe bei der beugten Variante. Schaut, dass eure Arme schön lang bleiben, dass die Schultern weg sind vor den Ohren. Und der Bauch ist flach. So, wir nähern uns langsam am Ende. Die letzte mache ich gleich noch mit gestreckten Beinen. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Letztes Mal. Und aus. Bein beugen. Und ein Päckchen machen. Den Rücken bitte über die Matte rollen. Gut. Zurück in die Tabletop-Position. Nehmt eure Hand, tun sie zum rechten Bein. Das linke Bein streckt ihr diagonal von euch weg. Jetzt zieht ihr euch langsam mit dem Oberkörper wieder hoch. Und jetzt wechselt ihr jeweils die Hand zum anderen Bein. Also links Bein kommt noch, das rechte zieht weg. Und im Wechsel. Und schaut hier wieder, dass ihr nicht eures Knie noch zum Kopf ziehend, sondern versucht mit den Schultern näher zu euren Knie zu kommen. Und jede Seite noch zweimal. Eins, zwei, eins, zwei, zurück ins Päckchen. Nochmal den Rücken rollen. Gut. Letzte Übung hier in der Rückenlage. Wir nehmen unsere Hände wie ein Körbchen hinter den Kopf, haben unsere Beine immer noch Tabletop, also Knie über der Hüfte. Jetzt dürft ihr hier den Rücken wieder ein bisschen lösen, sind in einer neutralen Wirbelsäulenposition. Kommt mit eurem Oberkörper wieder hoch, streckt das rechte Bein weg und geht mit der rechten Schulter Richtung links Knie. Crisscross. Linke Schulter, rechts Knie. Und es gilt das Gleiche wie vorher. Die Knie kommen immer nur bis über die Hüfte. Und dafür versuchen wir mit den Schultern möglichst weit zu diesen Knien zu kommen. Versucht stabil zu bleiben im Rumpf, dass es kein Gewackel gibt.
Und die Beine, wenn ihr sie fortstreckt, macht sie möglichst lang. Nicht zu lang, sondern lang. Jede Seite auch hier noch zweimal. Eine, zwei, drei und vier. Prima. Hebt euch hinter den Oberschenkel, rollt auf in eine sitzende Position und steht auf. Wir haben unseren zweiten Heat-Intervall. Die Übung kennt ihr, ihr erinnert euch, entweder Ausfallschritt zusammenkommen oder hüpfend. Okay? Gut. Wir stellen wieder den Timer. Macht euch bereit. 45 Sekunden starten jetzt. Und los. Versucht einigermaßen sanft zu landen. Keine Elefanten, sondern mehr so prima Ballerinas. Oberkörper aufrecht. Gut schnaufen. Tiefe Squats. Jetzt haben wir dann den zweiten Durchgang schon gleich geschafft. Noch 10 Sekunden. Endspurt. Und die letzten. Kommen, bleiben dran. Und schon jetzt glitten. Wunderbar. So, von hier wechseln wir jetzt in eine Vierfüßerposition. Also oben auf die Matte, Hände sind unter den Schultern. Die Knie sind unter der Hüfte. Unsere Sitzbeinhöcker strahlen nach hinten und vorne versuchen wir fest aus der Matte rauszustossen. Nacken ist lang. Und jetzt stützen wir hinten auf unsere Zehen und kommen in eine leicht schwebende Position. Das heisst, unsere Knie gehen weg von der Matte, aber nur etwa so weit, dass ihr eine Kreditkarte drunter schieben könnt. Nicht mehr. Ganz fein. Gut, schweben. Und dann haltet ihr die Position und geht jetzt mit dem rechten Bein nach hinten tippen und kommen zurück. Links Bein tippt und zurück. Gut, im Wechsel. Vorne super stützen. Der Bauch ist gut aktiv angespannt. Und ihr stellt euch vor, dass ihr eure Schulterblätter schön in Breite fliessen lassen. Und offen zur Decke. So, jedes Bein noch einmal. Eine und zwei. Aufstützen. Kurzen Moment auf die Fersen sitzen. Gut. Durchschnaufen und zurück in die Vierfüßerposition. Das Mal nehmen wir aber den linken Arm und stützen euch auf den Unterarm. Die linke Hand schaut jetzt nach rechts über. Okay? Immer noch sauber stützen. Und dann nehmt ihr euer rechtes Bein und streckt es nach hinten aus. Jetzt gibt es eine Rotation im Oberkörper. Das heisst, ich drehe mich jetzt in eure Richtung. Okay? Und nehme dann das rechte Bein hoch. Und jetzt kann ich über meine Schulter bis zu diesem Bein schauen und versuche dort meinen Fuß zu sehen. Okay? Dann senke ich das Bein wieder. Und nehme es hoch und tief. Hoch und tief. Und es ist völlig normal, dass ihr in der Hüfte ein bisschen gegen außen rotiert bei dieser Übung. Passt aber auf, dass ihr im Oberkörper, im Schulterbereich nicht einsackt, sondern dass ihr dort sauber stützt. Und das hintere Bein, das zieht ihr möglichst lang. Hoch und tief, hoch und tief. Oben bleiben. Jetzt nehmen wir das Knie zur Brust führen, werden rund und wir gehen wieder in die Streckung. Und rund schauen zum Knie, strecken schauen zum Fuß. Rund. Und strecken. Beugen. Strecken. Beugen. Strecken. Macht euch richtig schön lang. Und achtet darauf, dass die linke Hüfte nicht ausweicht. Dass ihr dort nicht über links neben das Knie über schiftet. Gut, nächstes Mal oben bleiben. Hoch. Und jetzt machen wir hier nur so kleine pulsierende Bewegungen. Vorne immer noch sauber stützen. Und das Bein lang ziehen. Kleine
Bewegung auf zur Decke. Gut, wir haben es gleich geschafft, dann kommt nur noch die zweite Seite. Noch 3, 2, 1 und Bein senken. Gut, kurzen Moment auf die Ferse sitzen. Und dann könnt ihr euch einfach von der Kamera wegdrehen für die zweite Seite. Ich mache es so, damit ich euch nach wie vor im Blick habe. Ah, nicht abhocken, sondern Vierfüßler. Okay, wir haben jetzt aber den rechten Arm, den wir beugen. Wir sind auf den Unterarm gestützt. Okay. Und nehmen unser linkes Bein, ziehen das nach hinten. Okay, und von hier strecken wir es langsam in die Höhe und bringen es wieder tief. Und jetzt schauen wir wieder über die Schulter zu dem Fuß. Gut. Hoch, tief, hoch. Rumpf ist schön aktiv, schickt eure Rippen runter zum Becken und ziehen die Beine lang. Oder das Bein in diesem Fall. Aktiv aus den Armen stützen. Oben bleiben, jetzt wieder beugen zum Knie schauen, strecken zum Fuß. Beugen, strecken, beugen, strecken. Runde Wirbelsäule und Extension. Schön im Wechsel. Achtung wiederum, die rechte Hüfte. Schiebt das Becken wieder ein bisschen zurück in die Mitte, falls ihr zur Seite gerutscht sind. Und noch einmal beugen, strecken. Oben bleiben und sanft davon gegen oben wippen. Ihr dürft auch hier wieder zum Boden schauen, wenn es unangenehm wird im Nacken. Dann entspannt ihn, lehnt ihn gerade. Wenn es gut geht, könnt ihr weiterhin hinterher schauen zum Fuß. So, die letzten. Sagen wir noch 5, 4, 3, 2 und 1. Senken, hinten auf die Ferse kommen. Und den Arm ein bisschen ausschütteln. Okay, wir haben noch eine Serie von unseren etwas abgewandelten Jumping Jacks. Macht euch bereit, entscheidet euch, ob laufen oder springen. Und dann starten wir die letzten 45 Sekunden von dieser Intervallform. Achtung, los geht's. Und tief. Vergesst nicht zu schnaufen. Gebt euren Muskeln ein bisschen Sauerstoff. Und am besten denkt daran, irgendetwas Schönes. Lenkt euch ein bisschen ab. Weil das mit der Zeit, das habe ich schon im Griff. Ich will auch nicht mehr machen wie 45 Sekunden. Aber die ziehen wir durch. Wir haben es auch schon bald geschafft, es sind nur noch 10. Okay, los geht's. Endspurt. Wenn ihr nicht mögt, nehmt die laufende Variante. Und jetzt gibt es dann. Et voilà. Gut. Wir haben die nächsten Übungen in der Bauchlage. Das heisst, ihr liegt auf eurer Matte, streckt eure Arme vor euch aus. Und da gibt es zwei Optionen von dieser Übung. Swimming. Entweder ihr arbeitet jetzt primär mit den Beinen und gebt dem Oberkörper eine Pause. Oder ihr aktiviert wieder den ganzen Körper. Ich zeige euch beide. Also, für die, die nur mit den Beinen arbeiten wollen, oder mit Bein und Rumpf, aber ohne Arm, legen ihre Stirn auf die Hände, ziehen die Beine möglichst lang, sodass sie vom Boden wegkommen und fangen dann einfach wie beim Kraulbeinschlag, im Wechsel die Bewegung zu machen. Es ist nicht wichtig, dass ihr hochkommt, sondern ihr sollt eure Beine lang ziehen. Wenn ihr den Oberkörper auch dabei haben wollt, streckt ihr den Arm aus. Die kommen auch ein bisschen in die Luft und können dann genau gleich sich anfangen bewegen. Gut, ich wähle die Variante mit dem Arm. Wir legen los. Saugt euren Bauchnabel weg von der Matte. Streckt eure Beine.
Streckt eure Arme. Und jetzt fangt ihr an, langsam paddeln. Und schaut dabei, dass ihr den Bauchnabel wegsaugt von dieser Matte. Der Nacken ist lang. Der Blick bleibt auf der Matte. Und ihr schaut, dass eure Schultern tief bleiben. Weg von den Ohren. Zieht die Arme lang. Zieht die Beine lang. Wenn ihr könnt, paddelt noch etwas schneller. Vergesst nicht zu schnaufen. So, wir kommen langsam ans Ende von unserem Becken. Noch ein paar Paddelschläge. 3, 2, 1 und alles senken. Ich habe sicher schon ganz einen roten Kopf. Wir machen die nächste Übung auch gerade in der Bauchlage. Auch hier haben wir zwei Varianten. Ihr streckt eure Arme gegen vorne aus. Erste Variante, der Oberkörper und der Arm lösen sich vom Boden und ihr haltet. So. Und jetzt ziehen wir mit dem Arm zur Seite, strecken sie wieder gegen vorne und tauchen wieder ab. Erste Variante. Zweite Variante ist mit einer leichten Rotation im Oberkörper. Geht folgendermaßen. Tief, offen kommen. Und jetzt zieht nur den rechten Arm, aber bis hinten zum Gesäß. Und ihr schaut dem Arm nach. Dann kommt er vor. Das gleiche mit dem linken Arm. Geht wieder vor. Und tief. Okay, startet, nehmt die Variante, die ihr wollt. Ich fange an mit der ersten. Aufgehen. Hinteren rudern, Oberkörper kommt ein bisschen höher. Ausstrecken. Und tief. Zweite Variante. Aufgehen. Rechten Arm zieht hinten, schaut ihm nach, er kommt führen. Linken Arm zieht zurück und führen, alles absenken. Noch einmal hoch. Rechts, Mitte, links, Mitte und tief. Und noch einmal hoch. Links, führen und tief. Letzter Durchgang. Hoch, Bauch aktivieren, zurückziehen. Mitte, zurückziehen. Mitte halten und alles absenken. Kurz Becken ein bisschen über den Boden wackeln. Ein, zweimal tief durchschnaufen. Und dann gehen wir gerade weiter, stützen unsere Hände etwa auf Schulterhöhe, neben uns auf und nehmen unsere Ellbogen nach dem Körper. Okay, jetzt wandern die Ellbogen gegen hinten runter und langsam kommt unseren Oberkörper hoch. Und wenn es nicht mehr geht mit den Ellbogen, dann drückt ihr die Hände durch und stützt euch hoch. Oben bleiben, dann wieder den Arm beugen. Und langsam tief. Gut, gerade nochmal hoch. Stütze, Blick nach vorne, Schulter tief. Langsam wieder ab. Wer will, kann die Beine dazu nehmen. In dem Moment, wo wir unten sind, Beine lang ziehen und lösen. Wieder tief kommen. Und der Oberkörper startet. Bauch ist aktiv. Langsam wieder tief, lang der Blick nach vorne los. Und dann kommen die Beine. Eure Hüfte ist also wie so ein Schaukelpunkt. Entweder es schafft der Oberkörper oder es schaffen die Beine. Letztes Mal hoch. Und tief. Und nochmal die Beine. Und dann stützt ihr euch gerade über die Hände hinten in eine Kindsposition. Gut, langsam den Oberkörper wieder nach vorne aufrichten. Wir sind wieder im Vierfüßer, stützen unsere Füße hinten auf und helfen uns langsam auf in eine stehende, aufrechte Position. Gut. Jetzt haben wir unseren nächsten Hochintensitätsintervall. Und zwar ist die Übung folgendermaßen.
Auch hier zwei Varianten. Ein bisschen weniger streng und ein bisschen strenger. Folgendermaßen: Der rechte Fuß geht nach hinten. Ihr bleibt aufrecht im Oberkörper und senkt euer Knie ab, bis es fast den Boden berührt. Dann kommt ihr wieder hoch und das gleiche Bein, das hinten war, kommt nach vorne wie eine Tabletop-Position. Die Arme arbeiten gerade gegengleich mit, also rechts Bein, linken Arm. Hintere und hoch. Wenn ihr das lieber möchtet, auf dem Boden machen möchtet, selbstverständlich, ist es ein bisschen weniger wackelig wie auf der weichen Matte. Die Variante, die strenger ist, ist einfach mit einem Hüpf. Also ihr geht hintere, hüpft hoch. Okay, dann starten wir doch gerade. Selbstverständlich machen wir das im Wechsel bei den Beinen. Gut, also. Zeit. 45 Sekunden. Dann schauen wir doch mal. Macht euch bereit, laufend oder springend. Los geht's. Und hopp, tief, hoch, tief. Also allzu viel reden würde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ist auch mal gut. Schaut, dass ihr Balance habt. Ich mache jetzt alles mit dem rechten Bein und nachher alles mit dem linken. Weil auch diese Intervallübung machen wir mehr wie einmal. So, jetzt wird der Standbein langsam müde. Oh, ich hoffe, es läutet bald. Oh. Und sonst laufen. Hoch. Und tief. Gut. Gut, also merkt euch gut, welches Bein das euer Standbein war, bei mir das linke, damit ihr nachher könnt wechseln. Jetzt gehen wir aber zuerst wieder auf den Rücken. Legt euch flach an und tünt eure Beine überkreuzen. Nehmt eure Hände mit einem Körbchen hinter den Kopf. Und jetzt gehen wir beim Oberkörper, wie beim Chestlift, langsam gegen oben, bis und mit Schultergürtel. Und das obere Bein kommt in eine Tabletop-Position. Und geht wieder tief. Gerade nochmal. Und tief. Und ausatmen. Und ein. Bauch ist aktiv. Drittel wandern runter zum Becken. Und denkt daran, dass ihr hier zwischen Knie und Brustkorb immer etwas Platz habt für einen Tennisball oder ein grosses Mandarinchen. Gut. Noch einen. Und wechsel. Anderes Bein. Hoch. Kreuzen, hoch, kreuzen, hoch. Und denkt daran, nicht nur das Bein beugen ist wichtig, sondern auch sind die Länge ziehen. Und das Bein, das am Boden ist, ist euer Anker. Das gibt euch Stabilität. Und hoch, noch zwei. Und noch eine. Gut, Bein wieder wechseln. Das rechte Bein ist wieder oben. Wir kommen mit dem Oberkörper hoch und gehen mit dem Bein hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Gut. Lang ziehen. Versuchen, die Schulterblätter ein bisschen vom Boden wegzubringen. Noch eine. Und wechsel bei. Nächstes, das linke. Zum Glück haben wir nur zwei. Und hoch. So. Gut atmen. Und wir machen noch drei. Zwei. Und der letzte. Absenken. Hände lösen. Einmal tief durchschnaufen. Und dann nehmen wir unsere Hände zu unseren Knien. Die Knie gehen Tabletop.
Und dann streckt ihr langsam eure Beine offen Richtung Decke. Ihr könnt euch am Anfang hier mit den Händen noch ein bisschen an den Beinen heben. Und jetzt wechselt ihr nochmal zwischen Flex, Point, Flex, Point. Der Oberkörper hat noch Pause, den brauchen wir nachher wieder. Genießt den Moment, ein bisschen stretchen. Gut, und wenn ihr dann wieder Point sind, bleibt ihr dort. Jetzt löst ihr eure Hände und stellt euch vor, ihr wollt immer mit der rechten Hand den linken Fuß touchieren. Ihr müsst nicht bis ganz offen kommen. Ich schaffe es auf gar keinen Fall. Aber das wäre das Ziel. Also dort zielen wir an. Das heisst, es geht immer das eine Schulterblatt vom Boden weg und wir versuchen, unsere Arme lang zu ziehen bis zu den Füßen. Gut schnaufen, das hilft. An schöne Sachen denken hilft manchmal auch. Und dann machen wir noch jede Seite zweimal. Eine, zwei und eine, zwei. Heben hinter den Beinen, Beine beugen und mit Schwung hochkommen in die sitzende Position. And guess what? Wir haben wieder ein High Intensity Interval Element. Aufstehen bitte. Mögt auf die Sinne, bei mir war das linke Bein Standbein. Jetzt ist es das rechte. Dann haben wir gesagt, ein Bein geht tief nach hinten. Dann kommt das gleiche Bein nach vorne. Und das Ganze kann man, wenn man will, auch mit einem Sprung machen. Gut, 45 Sekunden, zweites Bein. Denkt daran, die Intervalltraining sind grundsätzlich kürzer als meine normalen Training. Also gebt nochmal alles, es kommt schon bald Stretching. Los geht's! Also, hinten tief, vorne hoch. Falschen Arm, jetzt stimmt's. Die Seite ist wackeliger. Da haben wir schon geschafft mit dem Bein. Oh. Gut, jetzt springend. Wie gesagt, könnt ihr es gerne auf dem Boden machen, anstatt auf der Matte. Und entscheidet selber, wie tief das eures Knie geht. Ich mache wieder ein paar Laufende. Und tief. Hoch. Aufrecht bleiben. Jetzt haben wir es sicher schon bald wieder geschafft. Da-da-da-da. Gut. Wunderbar. Von hier gehen wir wieder zurück in den Vierfüßer. Und zwar wollen wir das mal aus dem Vierfüßer in eine Brettposition. Und bei der Brettposition versuchen wir in der Diagonale, also rechten Arm, links Bein, uns in die Länge zu ziehen. Ich zeige euch schnell, was ich meine. Das wäre das Brett. Links, rechts. Abstützen. Links, rechts. Abstützen. Links, rechts. Abstützen. Links, rechts. Wenn das zu streng ist, macht es aus dem Vierfüßer. Hochkommen. Und lang ziehen. Und hochkommen. Und lang ziehen. Versucht, was für euch das Richtige ist. Ich mache jetzt am Anfang noch mal ein paar im Brett. Gut stabilisieren im Rumpf, dass ihr das Gleichgewicht habt. Wandern von meiner Matte weg. Zum Abschluss noch ein paar auf den Knie. Lang ziehen. Lang ziehen. Jede Seite noch einmal. Und ziehen. Und Pause. Hinten auf die Ferse sitzen. Handgelenk und Schultern lockern. Gut. Aus dieser Position wieder zurück ins Brett. Wir sind wie immer beim Brett auf der Zehenspitze und versuchen unseren Körper mit den Zehen langsam vor und zurück zu schieben. Also folgendermaßen. Vorne sauber stützen. Ins Brett kommen und jetzt vorne schieben, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Schaut, dass das Gesäß tief bleibt. Ein
Das, was knackst, sind meine Fußgelenke. Noch zweimal vor und zurück. Und wieder auf die Knie kommen. Nochmal hinten gehen, in die Hinzposition. So. Oberkörper nochmal offen kommen. Und dann gehen wir ein letztes Mal in die Brettposition. Das Mal sind wir auf den Unterarm gestützt. Und dann ist die Bewegung praktisch die gleiche, wie wir jetzt gemacht haben. Wir schieben unseren Körper wieder nach vorne. Aber gleichzeitig machen wir unsere Wirbelsäule rund und schauen runter zu unseren Füßen. Also es geht nicht darum, dass ihr extra das Becken auflüpft, sondern es lenkt, wenn ihr wirklich runter zu den Füßen und versucht, euren Rücken rund zu machen. Okay, also auf den Unterarm gestützt. Im Brett. Jetzt schiebe ich mich vorne und schaue runter zu meinen Füßen. Und schiebe mich wieder zurück. Das Becken kommt automatisch ein bisschen höher, aber versuche jetzt nicht noch aktiv aufzudrücken, sondern vor allem den oberen Rücken rund zu machen. Noch drei, noch zwei und der letzte. Zurück auf die Knie und nochmal auf die Fersen sitzen. Schultern lösen. Letztes Mal Intervall mit unserem Ausfallschritt. Jetzt haben wir ein bisschen Dilemma. Einmal haben wir das rechte Bein gemacht, einmal das linke. Das heisst, jetzt müssen wir wechseln. Schauen wir mal, ob das geht. Laufen sicher kein Problem. Also wir gehen tief, kommen offen, stellen ab. Gehen auf der anderen Seite tief, kommen offen, stellen ab. Geht das auch springend? Wir gehen tief. Springen, stehen ab. Tief, springen, stehen ab. Geht wunderbar, ihr habt also keine Ausrede. Sucht euch die Seite, wo ihr hinschauen wollt, und dann wechselt ihr mit dem Bein ab. Ich nehme das mal die laufende Variante. Die letzten 45 Sekunden. Starten. Jetzt. Gut. Tief, hoch. Tief, hoch. Hoch, Oberkörper schön aufrecht lassen. Wackelig. Und tief. Hoch, ich merke gerade Koordination mit den Armen. Ist auch noch eine Challenge. Lasst euch da nicht aus dem Konzept bringen. Do as I do. Nein, eben nicht. Do as I say, don't do as I do. So, ich denke, wir nähern uns am Ende. Jetzt springen wir nochmal. Der letzte. Yes! So, jetzt haben wir noch die letzte Sequenz mit Mattenübungen. Wir gehen also zurück auf den Boden. Und zwar starten wir in der Seitenlage. Auf euren Unterarm gestützt. Schaut, dass der Ellbogen schön unter den Schultern ist. Und eure Beine strecken schön lang. Die Füße berühren sich und jetzt ist wichtig, dass ihr Kraft gebt in die Beine, weil wir wollen jetzt das Becken aufheben zur Decke. Also langsam hoch und tief und hoch und tief, hoch, tief, hoch, tief. Schaut, dass die beiden Hüftknochen immer schön vorne zeigen. Machen noch den letzten auf dieser Seite. Gut, und dann dreht euch auf die andere Seite. Ich schwinge mich über, damit ich in die Kamera schauen kann. Und dann machen wir das Gleiche. Schauen, ob das die bessere Seite ist. Also, offen. Ihr könnt den Arm auch zur Decke aufstrecken, wenn euch wohler ist. Hoch und tief. Blick nach vorne. Noch zwei, noch eine und wieder tief. Prima, zurück zur ersten Seite. Gleicher Start. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die gleiche Übung nochmal machen.
Wenn ihr eine kleine Abänderung wollt, mit einer Rotation im Oberkörper, dann werde ich folgendermaßen. Auf den Unterarm gestützt, wieder beide Beine, kommt rauf. Und dann beim Abendgehen zieht ihr mit dem Arm unten durch und kommt wieder hoch. Unten durchziehen und hoch. Unten durch und hoch. Tief, hoch und der letzte. Tief, hoch. Zweite Seite. Gut, wieder aktiv aus den Beinen stützen. Und raufgehen. Und dann unten durch. Thread the needle. Heisst die auf Englisch. Und Brust schön nach vorne öffnen. Aufrichten. Kraft in die Beine. Kommen noch zwei. Und noch eine. Und tief. Sehr gut. Auf den Rücken liegen. Corkscrew. Flach auf den Rücken. Beide Arme neben dem Körper. Aufgestützt auf der Matte. Rechts Bein Tabletop. Links Bein Tabletop. Beide Beine zur Decke strecken. Und jetzt fangen wir an kreisen mit beiden Beinen. Die sind wie zusammengeklebt. Wie wenn es nur noch eins wäre. Und ihr entscheidet selber, wie gross der Kreis ist. Der kann gross sein, dann muss der Rumpf mehr arbeiten. Oder der kann klein sein, kleine Kreisli an die Decke. Wenn ihr euch für diese Variante entscheidet, dann schaut aber bitte, dass wenigstens die Beine ganz, ganz lang gestreckt sind. Oder sonst ein bisschen grösserer Kreis. Und dann ist es dafür auch erlaubt, die Beine mal ein bisschen zu beugen. Die Schulterblätter haben Kontakt zum Boden. Wechselt mal die Richtung vor dem Kreis. Mit den Armen stützt ihr gut im Boden rein. Nutzt euren Atem. Wir haben es gleich. Noch drei in die Richtung. Bauch aktiv. Drückt den unteren Rücken in die Matte. Gut. Beine beugen, alles zittert. Nehmt sie noch an die Brust zum Päckchen. Und rollt euch ein bisschen von links nach rechts. So, wir haben noch zwei Übungen. Und dann geht es zum Stretching. Die zweitletzte Übung ist eine Variante vom Bridging. Also nehmt eure Füße noch ans Gesäß. Etwa hüftbreit auseinander. Die Hände bleiben neben dem Körper, dürfen auch wieder auf dem Boden abstützen. Okay, dann tun wir unser Becken kippen nach hinten und rollen langsam auf, bis wir hier eine schön gerade Linie haben. Von den Knien über die Hüfte bis zu den Schultern. Und dann rollen wir langsam wieder tief. Gut. Einatmen. Ausatmen hoch. Und ein. Und tief. Und gebt immer Kraft in die Beine. Das heisst, eure Knie ziehen weg vom Rumpf. Und wieder tief. Wenn das nicht reicht, meine Beine zittern schon ziemlich, aber man weiß ja nie. Wenn das nicht reicht, dann bleibt oben, löst das rechte Bein und macht Walk in Place. Links Bein. Und rechts bei. Oder wie wir es vorne hatten, aufkommen ins Bridging und wieder abrollen. Entscheidet selber. Aber denkt dran, es ist die zweitletzte Übung. Und die letzte, die ist eh nur noch Applaus. Also los. Noch einmal ein bisschen bissen. Der innere Schweinehund an die Leine nehmen. Und dann machen wir doch auf jeder Seite noch drei. Also. Eineinhalb und zwei, zweieinhalb, die letzte, drei,
der halbe oben bleiben. Langsam abrollen. Ah, schön. Bei Tabletop nach hinter den Oberschenkel heben, aufrollen. Und genau so schließen wir das Training nämlich auch ab, bevor es zum Stretching geht. Mit Rolling like a Ball. Vorne ans Mattenende kommen, eure Beine oder eure Füße vom Boden wegnehmen. Und dann am besten vorne bei den Schienbeinen heben und ein richtig schön kleines Päckchen machen. Die Schultern bleiben tief, das Bauch saugen wir ein. Und mit dem Einatmen gehen wir hinten auf die Schultern. Und mit dem Ausatmen kommen wir wieder rauf und bleiben in diesem kompakten Bällchen. Und achtet auch aufs Gesäß, das zieht rauf Richtung Decke. Es kommt schön hoch, weil ihr wollt rollen wie ein Ball und nicht wie irgendein flacher Pneu. Jawohl. Blick zum Bauch. Und hinten auf die Schultern. Führen balancieren, noch zwei von denen. Und der letzte. Machen wir den letzten gerade rauf zum Stehen. Also los geht's, hinten. Öffnen. Aufstehen. Yes! Hey, you made it! Wunderbar! Zum Abschluss eine schöne Sequenz mit denen. Wir starten, wie wir schon die ganze Lektion begonnen haben. Arm über Kopf. Vorne runtertauchen, tief gehen. Schaut mal, vielleicht geht das jetzt viel länger wie am Anfang der Stunde. Wieder raufkommen. Arm über Kopf strecken. Arm zur Seite nehmen, Kaktus. Wieder strecken, nochmal führen. Langsam hoch. Und Arm zur Seite. Und hoch. Wieder tief. Unten bleiben. Und dann laufen wir ein bisschen führen, sodass wir auf die Handfläche stehen können. Der Nacken ist immer noch schön entspannt. Und jetzt fangen wir an, mit den Beinen am Ort zu laufen. Also die Fersen ziehen runter im Wechsel zum Boden. Einmal berührt die linke und einmal die rechte. Und dann solltet ihr eine Dehnung spüren über den hinteren Bereich eurer Beine. Mit den Händen stützt ihr aktiv aus dem Boden. Gut, dann laufen wir etwas vorne mit den Händen und nehmt euer rechtes Bein, schwingt das nach vorne, wie zu einem Ausfallschritt. Okay. Und jetzt nehmt ihr hier zuerst euer Becken und schiebt das nach vorne und etwas rauf, wie ein Rad. Also vorne, 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 vorne und rauf. Und wenn ihr dann aufrecht seid im Oberkörper, nehmt ihr die Arme und zieht die nach hinten und öffnet eure Brust. Und lasst den Atem fließen. Die Hüfte drückt ein bisschen nach vorne. Und dann langsam, langsam wieder die Arme gegen vorne schließen. Und den rechten Fuß ein bisschen zur Seite übernehmen. Sodass die rechte Hand auch in der Mitte Platz findet. Jetzt müsst ihr selber entscheiden, je nachdem wie beweglich das ihr seid. Bleibt ihr hier auf der Hand und versucht einfach eure Arme ein bisschen zu beugen. Das gibt dann hier auf der Innenseite eine schöne Dehnung. Oder sagt ihr, nein, ich gehe ganz runter auf die Ellenbogen und bleibe dort. Schaut einfach mal, was für euch im Moment das Richtige ist. Auch hier den Atem fließen. Und dann langsam wieder auf die Hände kommen. Das rechte Bein wieder hinten schicken. Nochmal raufgehen ins umgekehrte V. Ein Moment hier bleiben. Und dann nehmen wir den linken Fuß, bringen den nach vorne, stützen ihn sauber ab. Und dann kommt wieder das Becken von hinten nach vorne aufrollen. Oberkörper aufrichten und dann den Arm hinten öffnen.
Gut. Langsam wieder lösen. Die Hände platzieren. Den linken Fuß ein bisschen zur Seite rausschieben. Und auch hier wieder entweder auf der Hand, die Arme einfach ein bisschen beugen oder auf dem Ellbogen in die Dehnung kommen. Langsam wieder aufrichten. In eine sitzende Position kommen. Und zwar in einen Schneidersitz, wo ihr aber den einen Fuß auf den Oberschenkel legt. Also in meinem Fall jetzt der rechte Fuß liegt auf dem linken Oberschenkel. Dann ziehe ich meine Arme wieder lang und versuche möglichst lang im Oberkörper gerade zu bleiben. Und tauche so ein nach vorne ab, aber eben mit geradem Rücken. Die Arme gehen über die Seite nach vorne. Und dann ziehe ich weiter. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann geht der Blick langsam runter. Und der Rücken wird rund. Und dann bleibt ihr dort. Halten. Dann solltet ihr das spüren. Über die rechte Gesäßhälfte. Langsam wieder aufrichten. Dann geht die rechte Hand nach hinten. Hinter den Körper aufstützen. Und die linke Hand hebt am rechten Knie. Und ihr rotiert in der Wirbelsäule, schaut nach hinten. Und versucht in die Höhe zu wachsen, während ihr in dieser Rotation seid. Achtung, rechte Schulter weg vom rechten Ohr. Und dann langsam wieder lösen, wechsel zur anderen Seite. Linke Hand hinter den Körper, rechte Hand ans linke Knie. Und in die Höhe drehen. Wie ein Korkenzieher. Langsam wieder lösen. Rechte Hand geht zur Matte. Linke Hand zieht über den Kopf und ihr schaut auf zu dem linken Arm. Und gleich auf der anderen Seite. Und wieder lösen. Andere Seite. Das heisst, der linke Fuß kommt jetzt auf den rechten Oberschenkel. Wir machen uns wieder möglichst lang. Ziehen unsere Arme zur Seite. Lassen sie nach vorne tauchen. Lang rücken. Und erst am Schluss so verbeugen. Jetzt geht die Dehnung über die linke Gesäßhälfte. Lasst eure Schultern möglichst locker. Dann richtet ihr euch wieder langsam auf. Geht zuerst wieder mit dem rechten Arm hinten in die Rotation. Arbeitet in die Höhe auf. Andere Seite wechselt. Und zurück in die Mitte. Noch einmal die Hand nach rechts. Oberen Arm zieht über den Kopf. Und die linke Gesäßhälfte versucht, den Kontakt zum Boden zu halten. Und dann zur anderen Seite. Und wieder aufrichten. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe gefunden, es war recht streng. Tut mir leid, wenn nicht immer alles perfekt war. Nobody's perfect. Mir klingt es auch nicht immer gleich. Aber ich werde das jetzt trotzdem so aufs Netz tun, auch um euch zu zeigen. Es soll auch ein bisschen Spass machen. Es muss nicht immer alles, so wie aus dem Lehrbuch, perfekt geschliffen daherkommen. Sondern ihr sollt es auch einfach mal ein bisschen geniessen und sollt durchaus auch mal ein bisschen schmunzeln und sagen, schau, bei der Katja ist das heute auch nicht gegangen. Völlig okay. Dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass heute der 8. Mai ist. Die ganzen Videos sind entstanden aufgrund von der Coronavirus-Situation in der Schweiz. Und wenn alles gut läuft, sollten wir am 11. Mai wieder in Kleingruppen dürfen trainieren. Darum bin ich nicht ganz sicher, ob das vielleicht mein letztes Online-Video wird sein.
Einfach das mal so ein bisschen zur Vorwarnung. Es sind 9 Videos bis jetzt entstanden. Die werde ich auch noch eine Weile lang sicher auf dem Web lassen, sowohl auf meiner Homepage als auch auf YouTube. Die Homepage wäre www.achtsam-pilates.ch. Können gerne auch sonst mal einen Blick drauf werfen. Und eben, wenn das jetzt wirklich die letzte Aufnahme sein sollte, hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn wir doch nicht im gewohnten Rhythmus weiterfahren und normal unterrichten können, dann gibt es vielleicht auch noch künftig mehr Videos. Schaut einfach mal immer mal wieder rein, sei es auf die Webseite, sei es auf den YouTube-Kanal. Dankeschön für euer Vertrauen, für eure Motivation, dass ihr euren Schweinehund an die Leine genommen habt. Jetzt dürft ihr um 4 Uhr oben gehen und es geniessen. Und bleibt weiterhin achtsam, habt noch Sorge. Ciao miteinander.